Bonsoir, Messieurs, Damen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Henri Duvalier. Ich möchte etwas beitragen zu der Ausländerfeindlichkeit. Was ist daran komisch? Ich lebe seit über 25 Jahren in Ihrem wunderschönen Land. Das heißt, ich weiß wirklich, was es heißt, unter Ausländern zu leben. Ah, nicht was Sie meinen. Ich lebe hier in Berlin. Berlin, eine Stadt mit einem großen Multikulturkenanteil. Ich bin gar nicht in Ihr Land gekommen, nur mit solchen Menschen, um eine Wohnung konkurrieren zu müssen. Zum Glück habe ich das nicht mal nötig. Ich habe ein Restaurant, chez Henri. Zwei Sterne. Ich weiß nicht, ob Sie als kritisch engagierte Kabarettbesucher in so etwas verkehren dürfen. Ein kleiner Tipp von mir. Ich finde das sehr peinlich, wenn Deutsche in mein Restaurant kommen mit dem T-Shirt "Ich bin ein Ausländer". Was soll der Quatsch? Laufe ich als Tierschützer herum mit dem T-Shirt "Ich bin eine Robbe" oder was? Meine Frau, sie ist Marokkanerin. Sie traut sich gar nicht mehr auf die Straße. Sie ist mehrfach belästigt worden beim Einkaufen. Wildfremde Deutsche haben sie auf der Straße gepackt und sie gebeten, sie solle bitte, bitte ihre bleiben und sie nicht mit den bösen Deutschen allein lassen. Wo bin ich ihr? Diese Leute, sie kennen meine Frau doch gar nicht. Vor allen Dingen, sie kennen gar nicht die Landsleute meiner Frau. Es sind ganz üble Zeitgenossen dabei. Zwei von ihnen haben versucht, mich zu erpressen. Schutzgeld wollten sie. Bei meinem Nachbarn Kostas waren sie auch. Er hat die griechische Lokal gleich nebenan. Schutzgeld, dass ich nicht lache. Genau das hat ihre deutsche Polizei auch gesagt. Und sie haben nichts unternommen. Rien. Beweise brauchen Sie. Ah oui, bien sûr. Ich lasse meine Lokale erst für die Beweise ein bisschen verwüsten und dann sehen wir weiter. Hein? Das haben Sie von Ihrer demokratischen Rechtsstaat. Qu'est-ce qu'on fait? Was kann ich tun? Ich habe mich mit Kostas beraten und dann, wir haben ein paar deutsche Skinheads engagiert. Nette Jungs. Vraiment, très sympathique. Ein bisschen unvorteilhaft angezogen, aber sehr zuverlässig. Hein? Für eine 50 Liter Fass Bier, sie haben die Probleme aus der Welt geschafft. Seitdem, wir haben sehr guten Kontakt mit Horst und seinen Freunden. Wir haben gar kein Problem mit der Multikultur. Horst begleitet meine Frau beim Einkaufen. Ich habe ihm noch einen Anschlussauftrag verschafft. Ich habe diesen Freund, der arbeitet bei die, die RTL Plus. Und die brauchten ein paar authentische Aufnahmen von die randalierenden rechtsradikalen Jugendlichen. D'accord, Horst und seine Freunde, sie sind nicht wirklich rechts. Aber das sieht man im Fernsehen nicht. Und randalieren können sie formidable. Hein? Sie haben mit die RTL vereinbart, dass sie sich kostenlos besaufen dürfen und dass die sie dann bei die Randale filmen. Eine faire Arrangement. Nur Horst hat sich nicht ganz an die Drehbuch gehalten. Er ist nicht so blöd, wie er aussieht. Eh? Er hat mit den Konkurrenzsender verhandelt und die haben ihm ein hübsches Sümmchen geboten, wenn er statt die Ausländerwohnheim der RTL-Kamerateam angreift. Et voilà. Die freie Marktwirtschaft. Es kommt zu sehr seltsamen Koalitionen in ihrem Land. Linke Emanzen unterstützen die Türken. Wenn der Islam ihr erst das Sagen hat, bin ich sehr gespannt, was aus den Emanzen wird. Mir persönlich ist das egal. Was ein Mensch für eine Hautfarbe hat oder Religion, es ist nicht mein Problem. Pas du tout. Für mich ist nur wichtig, dass er anständig ist. Und dass er seine Rechnung bezahlen kann. Alles andere interessiert mich gar nicht. Bin ich mir mit allen deutschen Freunden einig. Selbst mit Horst. Horst, jetzt liegt er in die Krankenhaus. Das finden Sie komisch.
Wenn ein Freund von mir in die Krankenhaus liegt, das finden Sie komisch? Ist das der deutsche Humor? Auch in Spezialität der Berlin, hein? Er ist zusammengeschlagen worden auf offener Straße. Sie haben ihn zusammengeschlagen. Da ist kein Mensch, hein? Oh. Ist nur ein Skin, hein? Ein paar Autonome haben ihn zusammengeschlagen, nur weil er sein Skin. Ja, oui, les Autonomes. Sie kämpfen gegen die Ausländerfeindlichkeit. Ich erinnere mich sehr gut. Früher, da haben diese Typen gekämpft gegen die strukturelle Gewalt des Staates. Sie haben gerufen, out die Bullen, platt wie Stullen. Ja, das ist besonders komisch, wenn Ihre Freund Polizist ist. Aber Sie brauchen nicht das Polizei, ja? Bei dem Verkehrsunfall oder die Einbruch, Sie rufen nicht die Polizei, ja? Sie rufen, out die Bullen, platt wie Stullen, ja? Heute kämpfen sie gegen die Ausländerfeindlichkeit, die Autonome. Sie rufen out die Glatzen, bis sie platzen. Sie nennen sich Antifaschisten. Ah oui. Aber ich bitte Sie, Messieurs, Damen, was macht er denn? Der antifaschistische, ausländerfreundliche Autonom, wenn er vor dem Ausländer steht, der Faschist ist. So wie ich. Oder Kostas. Oder viele andere. Für mich ist Ihr Land zu liberal, ich sage Ihnen das offen. Solche Leute, die meine Freund Orst auf die offene Straße zusammenschlagen, denen wird die Rübe abgehauen. Zack, zack, fertig aus. Die haben ihre Chance auf dem Planet geabt, sie haben sie nicht genutzt. Ja, soll ich so etwas mit durchfüttern? Da gucken Sie mich nicht so böse an, Madame. Für Sie muss der Faschist eine hässliche Deutsche mit den Lederstiefeln sein, eh? Der Juden vergast. Ich habe gar nichts gegen Juden, überhaupt nichts. Wozu auch? Verwechseln Sie das nicht immer zu. Antisemitismus und Faschismus sind zwei verschiedene Dinge. Man kann das kombinieren, man muss aber nicht. Es gibt Juden, die Faschisten sind. Ich bin Faschist, ich stehe dazu. Für mich ist der Faschismus zunächst einmal antidemokratisch. Oui, moi, je suis antidemokrat. Ich habe keine Lust, mein Leben von den Mehrheitsentscheidungen abhängig zu machen. Sie doch auch nicht, Monsieur. Wenn Sie ehrlich sind, hein? Monsieur, sind Sie wirklich der Meinung, dass jemand, der zu blöd ist für die Hauptschulabschluss, dass der die gleiche Stimmrecht haben soll wie Sie? Das können Sie Ihrem Friseur erzählen, Monsieur. Mehrheit, das hat schon Ihre alte Schiller geschrieben. Die Mehrheit ist Unsinn, Vernunft ist stets bei wenigen durchzusuchen. Vox Populi, Vox Rindvi. Ich bitte Sie, zeigen Sie mir einen Bereich. Zeigen Sie mir einen Bereich in Ihrem zentralen demokratischen Alltag, wo Sie nach dem Mehrheitsprinzip entscheiden. Wo machen Sie das mit der Mehrheitsentscheidung? Hein? In der Familie? Üben Sie das da mit den Kindern? Mehrheitsentscheidung? Ertragen Sie das, wenn Sie in die Minderheit sind? Oder haben die deutsche Familie deshalb alle nur noch ein Kind, damit das funktioniert mit der Demokratie? Wo machen Sie das mit der Mehrheitsentscheidung? In der Schule? Bei Ihnen an die Arbeitsplatz? Irgendwo? Mehrheitsentscheidung? Wir sind doch nicht blöd. Wählen dürfen Sie. Ah, oui. Alle 4 Jahre. Sie dürfen der Demokratie zu Kreuze kriechen. Wahlen ändern nichts, sonst wären sie verboten. Der Satz, ist nicht von Schiller, der ist von Tucholsky. Und der Mann hat recht. Und es ist gut so, ich bin froh. Wenn eine Gesellschaft, wenn sie soll funktionieren, was braucht sie denn? Sie braucht eine klare Ordnung, sie braucht eine starke Führung. C'est tout. Ich bekenne mich zur starken Führung. Ich bekenne mich zu klarer Ordnung. Ich bekenne mich zu Eliten, zu Ehre, Respekt und meinem Vaterland. Sie, als Sie kritisch engagierte linksliberale Intellektuelle, was haben Sie der Jugend zu bieten? Was bieten Sie der Jugend, außer Ihre offenen Fragen und die moralische Skrupel? Wenn es hochkommt, artikulieren Sie sich mit Ihren Freunden in Form eines Schweigemarsches. Aber ich bitte Sie trotzdem, vergessen Sie mir nicht ganz, die Solidarität mit uns armen Ausländern. Gehen Sie mal wieder
anständig essen. Au revoir.